Guten Tag und herzlich willkommen zum Sack bloß Adventskalender. Und auch heute machen wir wieder ein Türchen auf und kruscheln einen Film aus der Sammlung. Und zwar ist das heute der folgende. King Kong von Peter Jackson. Ui, puh, boah, den habe ich ja schon ewig nicht mehr geguckt. King Kong von Peter Jackson. Ich weiß, ich mochte den. Ich muss dazu sagen, ich habe den Original, den allerersten King Kong, noch nie geguckt. Das ist auch so eine Bildungslücke, die ich irgendwann mal schließen muss, falls man den irgendwo noch zu sehen kriegt. Aber der neue, also der ist ja schon gar nicht mehr der neueste King Kong-Film, aber der damals von Peter Jackson, den fand ich ganz cool eigentlich. Das hat halt immer noch so diese Thematik von hier King Kong und die weiße Frau, ne, wo er sich dann die Lady mitnimmt, gespielt von Naomi Watts, glaube ich war es. Und sich dann quasi in diese Frau verliebt und es ihm dann zum Verhängnis wird und er dann quasi aus Liebe zu ihr dann den Menschen zum Opfer fällt. Den fand ich echt ganz cool gemacht. Ich habe mich immer gefragt, warum ist der so lang? Das war so der, ich glaube, es war der erste Film von Peter Jackson nach Herr der Ringe. Und ich habe mich schon gefragt, ist es jetzt immer so, dass Filme von Peter Jackson 3 Stunden gehen müssen? Einfach nur, weil er durch Herr der Ringe halt ne, so den Ruf hat, jetzt hier so epochale Meisterwerke da abzuliefern. Ich finde, den hätte man ein bisschen kürzen können. Da kam er so ein bisschen zu lang vor. Das hat immer so den Eindruck gehabt, der ist nur so lang, weil er von Peter Jackson ist. Aber okay, das ist jetzt mal nicht so schlimm. Aber wie gesagt, ich fand ihn ganz cool. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht mehr so arg viel davon. Ich weiß hier, Jack Black spielt eine Hauptrolle. Er spielt ja den Typen, der erst diese Forschungsreise da auf Skull Island anleiert. Und erstmal rausfinden will, ob King Kong wirklich existiert. Und der ihn dann auch schlussendlich nach New York bringt. Die ganze Zeit irgendwie mit guten Absichten. Und der dann halt so langsam aber sicher feststellt, dass das eine ganz schön blöde Idee war, die er da gehabt hat. Und der dann am Schluss halt auch bereut, King Kong aus seiner Heimat gerissen zu haben und so weiter. Ich mag Jack Black in der Rolle eigentlich ganz gern, weil er mal zur Abwechslung mal nicht der Quatschkopf ist. Also ich mag Jack Black auch in seinen quatschigen Rollen sehr gern. Aber es ist immer schön, ihn in so einer halbwegs ernsten Rolle zu sehen. Das war mal wirklich ganz cool. Und der natürlich auch super aussieht, ist King Kong selbst gespielt. Also gemotion-captured von Andy Serkis. Der als Gollum berühmt geworden ist. Mittlerweile zwar auch ab und zu mal so als Schauspieler vor der Kamera steht, aber der ist halt irgendwie der große Motion-Capturing-Mann irgendwie. Und ja, er hat eben King Kong auch seine Mimik verliehen und das sieht man in dem Fall natürlich nicht so krass deutlich wie bei Gollum jetzt, aber King Kong sah schon auch sehr, 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 sehr cool und sehr natürlich aus. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich weiß es, wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr geguckt. Ich fand die Kämpfe gegen die Dinosaurier ganz geil. Auf Skull Island gibt's ja scheinbar noch Dinosaurier und dann gibt's ja den finalen Kampf King Kong gegen T-Rex, was cool aussah. Ja, das vor allem der finale Finishing Move hier, wo er den vom T-Rex den Kiefer nimmt und dann sagt, cool, tut weh beim Hinschauen, aber war cool gemacht. Und ja, wie gesagt, ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen, ich fand den gut, aber ja, dazu, das war's, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das war's für heute, King Kong im heutigen Türchen, morgen gibt's ein anderes Türchen, bis dann.